So, da sind wir schon wieder. Dann gehe ich jetzt mal in das Gebäude rein. Das zweite Haus mit der gleichen schönen Musik. Ich gucke zuerst mal auf die Karte. Oh, gibt es noch eine Seelenhülse, ein paar Ringe. Den kleinen Mann muss ich anwenden, auch wie immer er nochmal heißt. Ich glaube, denn Speicherpunkt ist direkt voraus. Sehr gut. Dann wechseln wir gleich mal den Charakter. Nee, Con heißt er. Wie komme ich auf denn? Muss ich auch einen Ring einsetzen? Ja, den ziehe ich schon mal an. Das war, glaube ich, ein Lilaner. Ups. Denn heißt nämlich der allererste Charakter. So, geradeaus. Da muss irgendein... Oh, was ist denn hier los? Ich war auch gleich... Oh, nicht so ein Z-Protektor-Arsch-Gesicht. Natürlich. Das habe ich gerade gewechselt. Oh mein Gott. Ich traue mich gar nicht, im Raum reinzukommen. Da habe ich hier dadurch Gefahr, wenn ich rauskomme, dass dann links genau dieses Vieh auf mich zukommt. Na, immer noch sehr, sehr viel Blut. So, haben wir ein Zimmer. Ich glaube, geradeaus könnte ich gar nicht durch das Tor gehen, weil ich ja nochmal links und rechts bestimmt was erledigen muss, um das Tor zu öffnen. Im Zimmer gibt es wie immer nichts Interessantes. Dann tun wir erstmal im Fernseher das Blut umwandeln und dann speichere ich ab. Los geht's. Oh, wir haben überhaupt gar nichts mehr an Serum. Ich denke mal, zwei große Ampullen werden es am Ende rauskommen. Oder? Ja, das wären zwei große Ampullen. Das heißt, wir können wieder etwas leveln. Den habe ich, glaube ich, schon. Ja, die Geschwindigkeit. Ihn noch nicht. Der hat hier extreme Schwankungen, deswegen tue ich das auf jeden Fall bei Ihnen. Maximieren Fertigkeiten. Schwankungen erstmal, ja. Und das war's soweit. Ich traue mich jetzt gar nicht rauszugehen, aber dann muss ich. Aber speichere ich noch. Das ist sehr gut, dass hier ein Safe-Punkt ist. Samantha. Siebenundzwanzigster da. Ding. Rein im Alltag in die Gegner rein. Okay. Okay, diesmal sind sogar andere. Ah, den kann ich auch mit Rohrgewalt töten. Gut. Gut, diesmal haben sie es schön gemacht, dass hier nämlich keine Gegner direkt links hergekommen sind. Hätte ich auch keine Chance gehabt. Großhallig, komme ich da rein? Nee, ich hab's doch. Sicherheitssystem an, ich hab's doch geahnt. Würde ich eh nicht wollen, auch wenn es gehen würde, weil wir hier noch eine Seelenhülse zum Beispiel haben. Und da oben rechts und oben links scheint es auch noch irgendwas Besonderes zu geben. Okay. Dann hoffe ich, dass ich jetzt beruhigt wechseln kann zu Kuhn oder Con. No!
Bestimmt einen langen Gang drin. Ah, noch der. Na komm, dreh dich doch. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Hätte ich vielleicht doch das Mist gelassen. Ja, ist so weit weg, um zu treffen. Dreh dich, mein Freund. Jetzt muss ich nachladen. Wie schlecht ist das denn? Endlich. Das war jetzt schlecht. Schlafzimmer. Wo bin ich denn eigentlich jetzt lang gegangen? Ah, unten rechts nehme ich an. Jetzt biege ich da links in diesen Raum rein. Hier gibt es laut Karte nichts Besonderes. Ah, nur er hier. Irgendein Rätsel. Mist, das Mist. Ich verkaufe Informationen. Es ist nur natürlich. Es ist Zeit für mich zu schlafen. Also bleibe ich wachsam. Schieß auf die Maske, um mehr zu erfahren. Aber die Maske giert nach dickem Blut. Das ist ein Schlafzimmer mit getrennten Betten, Doppelbetten aber. Oh, sag nicht, dass er wieder... Doch, tut er gerade. Ach ja, ich gehe mal etwas näher ran. Ich bin eigentlich einfach nur zu faul, um auf Mist zu wechseln, aber jetzt ging es ja relativ schnell. So, hier war eine Seelenhülse drin. Und bestimmt auch Gegner, oder? Hm, nee, sieht nicht so aus. Ein Müllschlucker. Okay. Ich hätte mir gerne eigentlich noch den Raum angeguckt, bevor er da sofort reingejumpt ist, aber okay. Ah ja. Wie praktisch, jetzt bin ich hier, wo ich gar nicht hin wollte. Was soll ich hier? Toll, eine Abkürzung zum Sicherheitskartending. Ich will wieder zurück. Oh, ich... kotze gleich auf meinen Controller drauf. Jetzt muss ich den Heini hier besiegen, weil ich ansonsten nicht genug Zeit habe, mir hier alles anzugucken. Ich sag bloß, ich kann nicht wieder den Müllschlucker lang gehen, dann kotze ich echt ab. Oh, wie mich das hier nervt. Sterb doch einfach nur. Wäre auch schön, wenn er mal hier auf mich zukommen würde, damit ich ihn hier endlich mal auf den Rücken legen kann. So. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Oh, ihr wollt ja mich verarschen. Muss ich wieder den ganzen Scheißgang hier lang gehen? Mann, wenn jetzt hier die ganzen Scheißgegner sind, da drehe ich durch. Jetzt muss ich... Ja, natürlich. Wie soll es anders sein? Ach, Mann, oh Mann. Naja, was soll's. Nicht meckern, einfach nur spielen. So weit weg ist es ja auch nicht. Hätte schlimmer kommen können. Jetzt wieder wechseln. Das nervt hier langsam. Wenn ich alle 3 Meter den Charakter wechseln muss, wird es doch etwas nervig. Erinnert mich ein bisschen an Zelda, wo dann alle 3 Meter sein Item wechseln müsste. Ah, ich glaube, da reicht der ja aus. Mal nicht noch einer. Na gut, dafür ist jetzt wahrscheinlich nur dieser eine gewesen.
diesmal nicht in den Müllschlucker springen. Es wäre schön, wenn mich mal gefragt hätte, möchten Sie wirklich in den Müllschlucker springen? Ja oder nein? Aber na gut. Wir sind ja schon wieder da. Am Ort des Verbrechens. Und nochmal. Hier mache ich es nur mit roher Gewalt. Wo ist denn jetzt der nächste gekommen? Ach, bestimmt hinter mir. Egal. So, hier war der Müllschlucker. Nein, da passe ich eh nicht durch zum Glück. So, sind wir. Wow. Zeitring heult. Eine Kugel. Noch eine Seelenhülse. Super. Nein, wir gehen hier lang. Hoffentlich tut nicht der Gegner genau von meiner Nase jetzt spawnen. Nein, macht er nicht. Das habe ich in anderen Situationen schon anders erlebt. So, jetzt ganz... ganz nach links, würde ich sagen. Einfach nur hohe Gewalt. Muss ich aufpassen, dass ich nicht in ihn reinlaufe. Ach, da wird ja bestimmt im Mittelgang. Die ignoriere ich jetzt einfach mal. Nicht, dass auf einmal ein Gegner hinter mir auftaucht, das wäre schlecht. Dadurch bekomme ich keine Blutpunkte, aber die sind immer bei diesen Gegnern egal. Hauptsache, ich mache ihn schnell fertig. So, hier im Schlafzimmer war irgendein kleines Rätsel. Sicherheit. Ah. An oder aus? Ich will es ja aus haben. Jetzt leuchtet ja an, also aus. Sicherheit deaktiviert. Besonders für eine seltsame Stimme. Jetzt könnte ich wahrscheinlich auch wieder zurück über die Abkürzung. Ah, wo ist denn jetzt hier gleich ein Gegner, der... Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da ist er. Kann ich ihn hiermit gleich töten? Ja. Ich höre auch noch einen zweiten. Ich warte mal, sicherheitshalber. Er hört sich relativ nah an. Oh, sind auch viele auf einmal. Komplett daneben. Wieder einer gespawnt in Sekundentakt. Oh ja, da konnte ich nicht so schnell reagieren. Kindereingang, Halle, Tervis. Dies ist ein heißer, schwüler Tag. Der alte Mann muss bestimmt auch darunter leiden. Wo versteckt er sich nur? Vielleicht in dieser Richtung? Nein, da wird ja gerade mal ein Kind hindurchpassen. Ja, ich weiß, dass da nur Con reinpasst.
Nicht, dass ich hier wieder eine Abkürzung, eine ungewollte Abkürzung nehme, aber scheinbar komme ich da in einen Raum rein, der hinter diesem Raum liegt. Zack. Mit dem Gegner, sagt. Oh, interessant. Hat mir einiges an Blut gegeben. So, Ölmedia, die haben wir ja das letzte Mal erledigt. Wie geht es Clemens? Er wird einmal ein großer Mann werden. Er hat meine DNS. Die Lehren der Yakumo werden ihn leiten. Mein Leben war voller Risiken. Ohne die ständige Gefahr wird mir bestimmt etwas fehlen. Garcian Smith, ich bin genau wie Sie. Sie müssen töten, um zu wissen, dass Sie am Leben sind, nicht wahr? Ich muss mich dem Tod stellen, um das Leben zu spüren. Wir sind beide durch unsere Passionen gebunden. So, hier ist ein Objekt. Seltsame Schnitzerei erhalten. Kindereingang. Ich glaube, ich gehe direkt durch. Oder gehe ich nochmal zurück? Ich gehe hier durch. Ich habe keine Lust, nochmal diesen langen Weg bis zu diesem zweiten Gebäude laufen zu müssen. So, jetzt kommen hier die ganzen nervigen Gegner. Die besiege ich mal normal, damit ich ein paar Blutpunkte erhalte. Bestimmt hinter mir oder vielleicht auch vor mir im langen Gang. Ich hoffe, dass keiner hinter mir kommt. Oh, genau vor mir. Ich habe ja so einen Spezialmove. So, hier muss ich zum Mesk wechseln. Und dann speichere ich auch mal ab. Wobei ich mir ehrlich gesagt überlege. Ach, da braucht zwei Ladungen. Oh, hinter mir kommt einer. Und sobald ich hier im Raum betrete, abspeichere und wieder rausgehe, sind ja wieder ganzen scheiß Gegner da. Oh, da ist noch einer. Egal, ich mach's trotzdem, weil ich dann auch das Blut in Serum umwandeln kann. Wir haben wieder ordentlich was eingesammelt. Ich glaube 500 Deziliter da. Ja. Wird eine große Ampulle werden. Da kann man Mask Dismiss wenigstens aufstufen. Du hast kein Blut. Jetzt bin ich aus Versehen rausgesprungen. So. Wie viel brauche ich eigentlich nochmal für Level 3? Ah, zwei große Ampullen. Ich dachte nur eine große und ein paar kleinen. Da. Ich glaube, dich habe ich als letztes. Genau. Auf jeden Fall die Schwankungen. Gut. So, kommt die Gegner wieder von rechts? Oder haben sie... Ne, die sparen sie uns diesmal. Wir gehen mal jetzt aus links in der Halle rein. Ja, große Halle.
Noch nicht schon wieder. Was geht denn jetzt ab? Hä? Ah, ich verstehe. Ich muss mal kurz husten, einen Augenblick. Oh, nicht getroffen. Ich muss, glaube ich, mehr auf den Boden missieren, statt auf sie direkt. Ich muss mich mal heilen. Kann ich gar nicht. Dankeschön, liebes Spiel. Oh, die steckt so viel ein. Meine Fresse. Wie hält die noch aus? Das muss doch gleich... Ich hab sie doch getroffen, oder doch nicht? Bin gleich tot. Dabei habe ich schon hier die stärkste Waffe. Ich muss mich mehr in... Ich mich heilen könnte. Ich kann ja auch gar nicht den... meine Spielfigur wechseln. Wie nervig die ist. Du kleines Miststück. Bleib doch mal stehen. Ich habe auch die falsche Waffe dafür. Ja, was machen die jetzt? Ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt mal getroffen habe. Ey, langsam muss doch gut sein. Oh, die nimmt... Die hat so viele Trefferpunkte, das ist ja unglaublich. Don't make me say it again. Ja, jetzt muss ich wieder wiederbeleben. Das ist immer super spannend in diesem Spiel. Wofür habe ich so viele Ampullen, wenn ich nicht das Startmenü aufrufen kann? Leckt mich doch im Arsch. Ich habe zugegebenermaßen noch einen falschen Charakter gehabt. Dann nehme ich lieber einen schnellen. Wahrscheinlich Con. Look, I'm a cleaner. I can feel no remorse in seeing a dead body. To me, it's merely cold, rotting flesh. Ich nehme dich nicht. Don't make me fight. Wobei er ist eigentlich auch ganz gut. Er hat halt wenig Vitalität, weil er kann relativ genau zielen. Ich nehme mal Kevin. Vielleicht kann ich mich sogar unsichtbar machen, das glaube ich nicht. So, dann gleich mal das blöde, dumme Geschwafel von hier überdrücken oder wegdrücken. Ah, ich finde es schon mal cool gemacht, dass er auch Japanisch spricht. Das ist ein guter Einfall.
kann ja. Jetzt kann ich noch das Startmenü aufrufen, das bringt ja nicht viel. Bleib stehen, bleib stehen. Oh Mann. Ja, prima. Hä? Jetzt kann ich auch das Startmenü. Wieso konnte ich das vorhin nicht? Oder habe ich mich nur blöd angestellt, weil ich im Zielmodus war? Na, dann gehen wir jetzt. Ohne Probleme. Ich treffe alles außer sie. Oh, die Hitbox ist aber auch klein. Man muss wirklich genau sie treffen. Nur ein Millimeter daneben und ich treffe schon nicht mehr. Ja, da kommst du nicht mal zum Feuern. Jetzt muss ich auch noch treffen. Ach. Also ich tue so viel schlucken, dass es... Also unglaublich. Oh, ich hab's doch getroffen. Ich glaube, ich nehme doch Meskel Smith. Das dauert ja sonst eine Ewigkeit, weil diese Messer nicht viel Schaden anrichten. Dem anderen Charakter, das tut mir jetzt hier zu lange. Ich denke, man hat auch ordentlich Feuerkraft. Und trotzdem noch relativ zielgenau. Ein voller Kopftreffer. Ah, jetzt geht's so schnell. Wo steht sie denn da? Ich bin jetzt relativ ruhig, ich muss mich hier konzentrieren. Das ist nämlich gar nicht mal so ohne.
zieht sich ganz schön in die Länge, der Mist. Ey, die gehen mir schon auf dem Parkplatz total auf den Sack, weil die so viele Trefferpunkte schlucken. Das Gute ist, ich kann unten ansetzen und dann durch den Rückstoß geht es nur minimal nach oben. Und ich treffe sie dann gleich mehrmals hintereinander. Ah, jetzt kommt wieder diese Aktion. Bleibt doch mal stehen. Oder läuft jetzt nur hin und her. Oh, das war jetzt mein Fehler. Sorry. Bleib stehen. Ich heile mal. Und dann geht's gleich weiter. Naja. Kann ich ja eigentlich schon mehr laufen. Na, Tatsache. Also egal, ich ignoriere es. Dann kann ich bestimmt den Schüssen ausweichen, aber ich habe so viele. Ich habe so viele Dingsda-Bumster, Reagenzgläser, dass ich mich so oft heilen kann, da brauche ich das noch nicht unbedingt. Na komm, bleib da hinten stehen. Wo ist sie da hin? Wie kommst du von ganz links nach ganz rechts? Die ist bestimmt gleich down. Oder ich. Also damit nehme ich das Ganze hier knapp. Oh, stirb doch endlich. Endlich. Ich möchte nicht auf schwierigen Schwierigkeitsgrad erleben. Oh, okay, sie ist es. Susi? Oder hat das jetzt nur getäuscht? Ich kann ihre Leiche mir nicht anschauen. Mit Sicherheit. Ist an, die schalten wir auch auf. Ja. Sicherheit deaktiviert. Ich würde mir gern die Leiche anschauen. Kann ich auch nicht. Okay. Hier war der Knopf, also müssen wir jetzt rechts durch die Tür. Und dann speichere ich ab und dann nehmen wir Con und nehmen die Abkürzung. Damit wir schneller zum Pool kommen. So sind hier irgendwelche Gegner. Hier. Ach, dem gehe ich jetzt. Samantha. So, 19:29 Uhr, das da, ja. Fällt auch auf, dass es ein relativ langes Spiel ist. Und auch von Schwierigkeitsgrad her auch gar nicht mal so ohne ist. Also war noch damals die Spiele vor gute 10 Jahren, wenn nicht sogar 15 Jahre müsste es ja sein. Ja, wir nehmen Mist, das Mist. Weil da nämlich dicke Gegner sind, die ich schon gesehen habe.
Nämlich da. Jetzt sind sie weg. Interessant. Also gleich links. Da war die Abkürzung. Nämlich dieser Müllschlucker. Jetzt gibt diese Abkürzung nämlich auch einen Sinn. Ich komme nicht durch, weil ich so fett bin, ich weiß. So. Treffe ich. Ja, auf den letzten Moment. So, jetzt kommen wir hier ran. Oder ignoriere mich einfach. Werf noch ein paar beschissene Eier. Mit beschissenen Gegnern. So, zum Pool. Wo ging es da lang? Ich weiß es leider nicht mehr. Und diese Karte ist auch, nun ja, einfach nur beschissen. Ach. Ich renne bestimmt im Kreis. Ah, jetzt haben wir ein Zimmer, bringt mir gar nichts. Ach, mir geht das ja auf den Sack. Hinter mir, glaube ich. Nein. Wo ist der blöde Pool? Oh, da kommt einer. Ich renne einfach mal schnell weiter. Ja. Hier bin ich doch vorhin gewesen. Hey. Ah, hier ist der Durchgang. Na, zeigt mir auch nicht an, dass das Sicherheitssystem aktiv ist. Genau hier wollte ich überhaupt gar nicht lang. Ah, doch, hier geht's zum Pool. Super. Da wäre ich doch schneller gewesen, wäre ich den länglichen Gang einfach runtergegangen, statt dieser Abkürzung zu gehen. Na, jetzt sind hier auf einmal auch Gegner. Da, rechts bestimmt auch. Dann noch so ein fliegendes Drecksvieh. Ja, mal erwischt. Selten. Das ist explodiert. Scheint es der einzigste noch zu sein. Ich dachte, der kommt links langer, geht halt rechts lang, den längeren Weg. Warum nicht? Macht es uns nur leichter, ihn zu bekämpfen. Fuck you. So, und jetzt können wir irgendwas Besonderes machen, nehme ich an. Poolwand. Travis. Was für ein jämmerlicher Perverser. Er verdient es nicht zu leben. Und Petro, er ist wahrscheinlich auch ein dreckiger Bastard. Sie sind doch alle gleich. Es sind Ratten, die vom Verschachern menschlicher Leben profitieren. Weißt du, wer das erledigen sollte? Der Helion. Denn er war schon von Anfang an da. Das wäre ein passendes Ende, bei dem alles wieder zusammenkommt.
Entschuldigung. So. Muss jetzt habe ich mich erschreckt, aber es war Travis. Ich habe hier doch so eine Lache gehört. Ich hoffe nicht, dass die hier auch spawnen tun. Das nervt nämlich so richtig. Da hinten ist er. Lohnt sich eigentlich gar nicht abzuschießen, weil die eh wieder kommen. Da kann ich auch weitergehen. Ich gehe mal hier die Straße hoch. Ventil. Ah, hier kann ich meine beiden Gegenstände einsetzen. Und jetzt wahrscheinlich den Wasserstand senken. Ich kann gerade nichts auswählen. Ich drücke einfach mal A. Okay. Da muss ich jetzt wahrscheinlich rein. So, wo ist das Vieh hin? Keine Ahnung, da unten muss ich auf jeden Fall Mr. Smith wählen. Direkt vor mir. Warum nicht? Drecksvieh. So, Persönlichkeiten, Mr. Smith. Da ist nur ein Liegestuhl drin. Und da geht's da weit, ja. Ah, geht's weiter, Travis. Mann, ist das heiß. Es ist fast so heiß wie an diesem schicksalhaften Tag. Nicht wahr, Smith? Der Chef wusste es. Er wusste, dass das kein guter Tag war. Und es wird auch kein guter Tag für den alten Mann werden. Denn bei einem falschen Schritt fallen alles Glätter aus dem Schrank heraus. Hier ist nur ein Speicherpunkt. Also wirklich weiter geht's hier auch nicht. Fernseher erstmal gucken, ob wir wieder ein bisschen Blutkonzern bzw. Blutserum herstellen können. Ja, das können wir. Wird aber vielleicht mit etwas Glück sogar eine große werden. Ich glaube es aber fast nicht. Ah, doch. Gerade so. Da können wir wieder leveln und Fähigkeiten, nee, Fertigkeiten. Energie, wir machen mal. Die Angriffskraft, ja. Und speichern. Hm, 20:52 Uhr. So. Bling. Und zurück zur Halle. In diesen schönen Ort, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich kann mal auch die Karte jetzt hier aufrufen. Speicherpunkt waren wir. Hier ist auch so ein Tor gekennzeichnet im Pool. Was sehe ich das falsch? Und da hinten muss ich nochmal eine Spezialfähigkeit anwenden. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Da kann ich doch rein. Rechts. Und dann nochmal rechts quasi. Hier, genau. Keller. Ah, endlich sind wir da. Zum Übergang ins nächste Level. Beziehungsweise zum Endgegner. Der nächste, bitte. Wohin soll es gehen? Zum Knotentor? Die nehme ich. Ja, ich habe alle erhalten. Geh nur hinein.
Ändert sich hier das Kolosseum eigentlich, wenn ich es jedes Mal von neuem betrete? Nein, nicht wirklich. Sah halt so aus, als ob die Lichtverhältnisse anders sind. Oder bilde ich es mir nur ein? War das Dach schon vorher so kaputt? Hm. Ich habe es keiner Seele erzählt. Ich musste es versprechen, dass ich es unbedingt geheim halte. Wirst du es mir denn glauben? Versprichst du es? Das Monster bewegt sich nicht. Aber wenn sich sein Hals bewegt, steckst du in Schwierigkeiten. Schneller als du denkst. Bist du erledigt. Oh, neuer Gegnertyp. Nein. Laser-Smile. Ich feuer einfach drauf. Okay. Darf ich nicht drauf schießen? Don't make me say it again. I'm a cleaner. Muss ich gleich mal meinen roten SM-Freund fragen, wie ich den besiege? Ups, war ich zu schnell. Wo steht denn der Laser Smile? Danke. Er steht gar nicht drin, oder haben die andere Namen? Nämlich dieses komische Mitre. Meister. Das ist zu viel. Dieser neue Feindestyp heißt Dimitri, gepanzerter Soldat. Das ist kein gepanzerter Soldat. Er steht nicht drin. Das ist blöd, das ist sehr blöd. Ich schieß mal nicht auf ihn. Ich werde bestimmt noch 3-4 Mal sterben. Das ist blöd, dass er einen so schnell umlegen kann. Da hat man gar nicht genug Zeit, um rauszufinden, wie ich den besiegen soll. Look, I'm a cleaner. I can feel no remorse for seeing a dead body. To me, it's merely cold, rotting flesh. Fast so, um mal nah ran zu zoomen, um eventuell einen Schwachpunkt zu finden. Ich nehme an, ich muss ihn einfach nur schnell am Schwachpunkt treffen, bevor er anfängt zu feuern. Was für ein scheiß Gegnertyp. Ich glaube, hier muss ich erstmal hier lang, um dann hier überhaupt, genau. Dann ist das immer noch so ein langer Weg wieder. Hätte ich sonst immer ein weißes Kleid angehabt? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sie hat ihr Kleid gewechselt. Ich bin mir sicher, dass es ein weißes Kleid war. Vielleicht, weil ich jetzt aufgestiegen bin. Oder irgendeine besondere Fähigkeit erhalten habe. So. Wo ist sein fucking Schwachpunkt?
Er hat keinen. Ich habe doch gerade gefeuert. Oh. Genau in dem Moment, als ich gefeuert habe, er gefeuert. Das ist doch widerlich. Das wird noch dauern, bis ich den Gegner besiege. Don't make me say it again. I'm a clean. Oh mein Gott. Das erinnert mich an manche Stellen wirklich an Dark Souls. Kaum hat man Gegner gesehen, ist man schon tot. Bevor man überhaupt realisiert hat, wie man ihn überhaupt besiegen soll. Look, I'm a cleaner. I can feel no remorse in seeing a dead body. To me, it's merely cold, rotting flesh. Ja. Und Versuch Nummer 2. Nee, Versuch Nummer 3. Da kommt bestimmt auch nochmal ein Versuch hinzu. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich erst auf ihn fahren kann, wenn er anfängt, seinen Laserstrahl zu machen, weil davor konnte ich gar nicht einen Schwachpunkt erkennen. Das war nämlich sein Kopf. Ich finde, das Kleid steht dir sogar besser von der Farbe als das Weiße. Und nochmal. Oh, das heißt, ich werde ihn noch öfters antreffen. Ich habe ihn doch getroffen. Ach, mein Grundgütiger. Oh mein Gott. Vielleicht kann ich auch ausweichen, weil er nur geradeaus schießt. Aber wenn ich nur gerade auf ihn zugehen kann. Das wird jetzt leicht langweilig. Don't make me say it again. I'm a cleaner. Ich bin mir sicher, dass wir es nicht mal in dieser Folge noch schaffen werden. Wir haben nicht nur noch 5 Minuten. Ach. Es nervt langsam. Ach, einen Versuch starte ich noch und dann mache einen Schnitt. Weil ich werde jetzt eh wieder krepieren. Ey, und wenn es echt nur ein Standardgegner ist, ein neuer Standardtyp, das heißt, wir werden ihn noch öfter sehen. Oh, wie eklig wird das denn?
Und ich habe mich aufgeregt über diese komischen Typen, die ich nur mit Mask Smith erledigen kann. Aber, naja. Vor allem der kleine Junge hat nicht wirklich gute Tipps gegeben, nur dass er mich auf einen Schlag töten kann. Das merke ich jetzt selber auch. Kleiner Pisser, jetzt komm her. Also so geht das schon mal nicht. Ich versuche das nächste Mal direkt drauf zuzurennen, keine Ahnung. Vielleicht fährt er erst, wenn ich auf ihn ziele, ich weiß es nicht. Don't make me say it again. Don't make me say it again. I'm a... Dann belebe ich mich mal wieder und dann speichere ich und dann mache ich einen Cut. Wobei, speichern brauche ich nicht. Ich brauche meine 30 Tote nicht zu speichern. Ja, das kann ich überspringen, Gott sei Dank. Look, I'm a cleaner. I can feel no remorse for seeing a dead body. To me it's merely cold, rotting flesh. Doch blöd, dass hier der rote SM-Typ mir keine Infos geben kann. Junge, Junge, Junge. Vielleicht muss ich doch jemand anderen nehmen. Hm. Naja, ich mache jetzt jedenfalls einen Schnitt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss.